Hallo zusammen, ich bin gerade bei der Physiotherapie. Ich habe nämlich Physiotherapie, aber das hier ist jetzt auch schon meine letzte Session. Ich hatte drei Sessions, je 1,5 Stunden. Geil, oder? Morgen gehe ich zum Friseur und ich freue mich schon so mega. Es geht wieder ins Vella-Studio und dann färben die mir die Haare nach und vielleicht machen die dann auch noch einen neuen Schnitt rein. Wäre mal was, weil es ist schon mega rausgewachsen. Hey Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich habe mir auch schon Abendbrot gemacht, beziehungsweise habe ich Pilze im Ofen gebacken. Tada, fertig. Seth ist gerade noch im Computer und macht ein Thumbnail oder irgendwas. Er macht immer irgendwas. Und ich dachte, ich könnte die Zeit nutzen, bis er fertig ist, weil ich möchte gerne mit ihm zusammen essen, um euch zu erzählen, wie ich jetzt eigentlich gerade meine Ernährung so gestalte. Wie ihr vielleicht wisst oder vielleicht wisst ihr es auch nicht, hatte ich so das ganze letzte Jahr, also ein Jahr lang jetzt, enorme Probleme mit meinem Darm und wusste nicht, woher das kommt. Ich konnte keine Hülsenfrüchte mehr essen und alles mögliche sonstige nicht. Und ich wusste aber nicht genau, was nicht. Ich wusste nur, dass ich auf jeden Fall Hülsenfrüchte überhaupt nicht vertrage. Und ich hatte ja versucht, mich vegan zu ernähren und das klappt nicht, wenn man keine Hülsenfrüchte essen kann. Okay, es klappt wahrscheinlich, aber man ist schon echt eingeschränkt, würde ich sagen. Und es ist halt auch einfach nur total dumm. Ich wusste halt nicht, was bekommt mir, was bekommt mir nicht. Ich habe dann halt nach einer Lösung gesucht und dachte, vielleicht fehlen mir irgendwie Bakterien im Darm. Und ich habe dann angefangen, Bakterien zu nehmen. Nehme ich erst bestimmt schon ein halbes Jahr lang. Damit ging es erst sehr viel besser, aber irgendwann auch nicht mehr so richtig gut. Und ich hatte immer wieder extreme Bauchschmerzen und ja, einfach, ich habe mich so unwohl gefühlt. Und es geht halt auch enorm auf die Psyche. Einfach, weil man sich die ganze Zeit unwohl fühlt und dann fühlt man sich irgendwie unsicher und komisch und fremd in seinem eigenen Körper. Und ja, es ging mir einfach echt überhaupt nicht gut. Und ja, vor 2 Wochen war ich bei meiner Schwester und die hat auch Probleme mit dem Darm und die hat mir halt empfohlen, einfach nur Nüsse und Eier und Fleisch zu essen, also gekochtes Fleisch. Und da ich leider Probleme auch mit der Leber habe, kann ich irgendwie Fleisch nicht so richtig essen. Ich habe das versucht, ich habe es 2-mal sogar versucht und ich konnte beide Nächte nicht schlafen. Ich weiß nicht, ob das wirklich damit zusammenhängt, aber ich konnte beide Nächte einfach nicht schlafen. Ich konnte keine Ruhe finden. Und ich weiß nicht, wenn solche Sachen passieren, dann muss man das nicht unbedingt weitermachen, wisst ihr? Und Seth war sowieso mit dieser Idee, dass ich jetzt wieder Fleisch esse, wirklich nicht einverstanden, weil Seth nämlich der strikteste Vegetarier der Welt ist. Und da meine Schwester mir auch einige Tabletten empfohlen hat, also so Enzymtabletten, die mir helfen, Gemüse zu verdauen und Hülsenfrüchte eigentlich auch, aber das klappt nicht so richtig bei mir. Jedenfalls Gemüse zu verdauen, kann ich jetzt halt Gemüse essen und Nüsse und Eier. Yes! Was für eine geile Ernährung, Leute. Ich habe auch schon ein bisschen abgenommen. Dankeschön. Nein, wirklich. Es ist öde und langweilig und ich vermisse Kohlenhydrate. Und ich muss sagen, ich bin nicht super strikt. Ja, aber die erste Woche habe ich das echt mega gut durchgezogen. Ich war auch super stolz auf mich. Aber inzwischen habe ich schon wieder Haferflocken gegessen. Aber nicht viele, Leute. Echt, es hält sich im Rahmen. Und echt so 90% ernähre ich mich jetzt wirklich von Gemüse und Eiern. Das Problem dabei ist, dass ich halt weiß, wie ungesund es ist, den ganzen Tag Eier zu essen. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Hanfprotein esse ich noch, genau. Eier mit Hanfprotein. Geile Kekse kann man daraus machen. Aber die sind nur am ersten Tag richtig nice und danach sind die einfach nur trocken und langweilig. Nicht, dass sie nicht vorher schon langweilig wären. Immerhin bestehen sie nur aus Eiern und Hanfprotein. Und die zwei zusammen sind weder süß noch geil. Naja, jedenfalls geht es mir jetzt so viel besser mit dieser Ernährung. So viel besser. Meine Schwester hat mir auch 2 Tabletten empfohlen, 2 weitere Tabletten. Also einmal halt dieses Enzym und einmal noch eine Tablette für den Darm. Und damit geht es mir jetzt so viel besser. Ich fühle mich so viel besser. Auch psychisch. Danke, Schwesterherz. Okay, ich glaube, Steph ist jetzt fertig. Und dann esse ich mal mein geiles Dinner mit Pilzen und Gemüse. Und ich glaube, wir gucken Alfie und Zoe, die gerade umgezogen sind. OMG.
in eine krasse Mansion. Ich träume sogar schon von denen. Ist das nicht verrückt? Habt ihr schon mal von mir und Seth geträumt? Ich glaube nicht. So Leute, ich schneide jetzt noch ein bisschen an den Vlogs von den letzten Tagen. Und dann werde ich wahrscheinlich Seth massieren. Das hat er nämlich requested. Also danach hat er gefragt. Also, reicht das eigentlich als Erklärung jetzt wegen meiner Ernährung? Ich esse kein Obst mehr, beziehungsweise sehr, sehr wenig Obst. Ich esse ab und an mal ein paar Erdbeeren. Beeren zum Beispiel haben sehr wenig Zucker und Kiwis auch. Und ich glaube einfach, dass ich auf Zucker reagiere. Zucker und Getreide und Hülsenfrüchte. Und wenn du das nicht hast in deiner Ernährung, dann ist schon einfach mal richtig viel gestrichen. Ach so, ja, Fisch esse ich übrigens. Ich habe zumindest das versucht, Fisch zu essen. Und ich habe keine schlichte Reaktion davon bekommen. Und das ist doch schon mal was Gutes, oder? Durch diese Ernährung bin ich halt extrem eingeschränkt, was dieses Auswärtsessen angeht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Fisch und Gemüse vielleicht, das ginge halt noch. Das bieten auch die meisten Restaurants an, oder? Ich bin erstmal froh, dass ich wieder normal leben kann. Auch wenn mein Ernährungsplan ein bisschen strange ist. Meine Ernährung ist halt jetzt protein- und fettlastig und nicht mehr kohlenhydratlastig. Mal sehen, wie es so läuft, so auf lange Sicht. Bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, ich freue mich einfach, wenn es mir gut geht, sag ich mal. Und ich glaube, ihr freut euch auch, wenn es mir gut geht. Okay, bis dann. Ciao.